Hallihallo, hier ist Margret und heute habe ich euch zwei Karten mitgebracht und zwar die 6 der Münzen und den Buben der Kelche. Wir fangen gleich mal mit dem Modetipp an. Der Bube der Kelche, das sieht man hier sehr schön, der ist so ein bisschen romantisch angezogen, hat Blumen auf seiner, ja, auf seinem Wams, würde ich mal sagen. Das hat man wohl damals als Wams bezeichnet. Ja, er ist der Romantische, deshalb habe ich mich für ein Blumenkleid entschieden. Bei der 6 der Münzen geht es hauptsächlich um Geben und Nehmen. Wie kann ich das in der Mode interpretieren? Sehr schwierig. Also habe ich mich natürlich nach dem Reichen, wie sagt man denn, dem Gutsmann oder was, Gutsbesitzer vielleicht gerichtet und nach den Bettlern. Also hier geht es um Reich und Arm. In der Mode immer ganz toll, kann man ganz billiges Zeug mit vielleicht einer Designertasche mixen zum Beispiel oder ja, ein wirklich sehr, sehr günstiges Kleid mit einem teuren Paar Schuhe. Wie ihr das auch machen wollt, ich habe mich für ein Blumenkleid entschieden, das ist Zara, das ist vom letzten Jahr, 2016. Ohrringe sind von Mango, genau, ja. Tasche ist von Chanel, okay. Und das zeige ich euch jetzt noch, damit ihr das seht. Das ist ein tolles Kleid, das ist so schön lang. So. So sieht das aus. Ich finde, auch wenn man nicht so groß ist, streckt das, weil es eben einfach diese schöne italienische Wadenlänge hat. Ja, und mit der Tasche passt das gut, weil da hat es auch wieder Blumen. Also Gleichgewicht habe ich hier hergestellt. Das war es auch schon. Es ist heiß hier in Zürich. Von daher braucht man luftige Kleider. So. Und jetzt geht es weiter mit dem Allgemeinen. Also ich schreibe euch zuerst wieder die allgemeine Situation der Karte. Ich habe es schon angedeutet, die 6 der Münzen steht für Gleichgewicht im Geben und Nehmen. Und jetzt kann es sein, dass du heute der Gebende bist, dass du also Leute beschenkst und beschenken, das muss jemand mit materiellen Dingen sein, du kannst jemandem mit Rat und Tat beschenken und zur Seite stehen, du kannst, ein bisschen anders einstellen, so, du kannst jemandem helfen bei irgendeiner Aufgabe, ja, oder du kannst auch ein Bild malen oder eins deiner Talente benutzen, um jemandem eine Freude zu machen. Das hat alles mit Geben und Verschenken zu tun. Oder du bist der Beschenkte und ja, es kommt etwas auf dich zu. Es hilft dir jemand, es bäckt für dich jemanden Kuchen und so weiter. Wichtig ist immer, dass man darauf achtet oder ganz besonders heute, dass du eben überlegst, hast du in der letzten Zeit mehr gegeben oder mehr genommen? Und natürlich, wenn du auch in der letzten Zeit mehr gegeben hast, dann ist es sicherlich nicht, kann man sich nicht einfach selbst was nehmen. Dann geht es aber darum, dass du vielleicht darauf achtest, dass wenn dir gegeben wird, du wirklich auch nimmst. Manche Leute oder manche Menschen haben Mühe damit, wirklich auch etwas zu nehmen. Die geben immer nur und fühlen sich schlecht, wenn sie etwas nehmen. Und das ist aber eben so. Das sollte im Ausgleich sein, geben und nehmen, dann ist das auch gesund, ja? Der Bube der Kelche, der bringt einen sehr gefühlvollen Impuls. Der bestaunt seinen Kelch, aus dem ein Fisch schaut. Der Fisch hier steht auch für Glauben. Der Bube selbst, der Bube der Kelche, ist dem Wasserelement zugeordnet. Die Kelche stehen für Wasser und er hat auch hier dieses ruhige, fließende Wasser im Hintergrund. Also seine Gefühle gründen tief und ruhig. Und so romantisch, wie er daherkommt, in seiner Geste überbringt er eine sehr schöne, gefühlvolle Nachricht oder vielleicht einen Heiratsantrag, ein Versöhnungsangebot. Ja, sowas in der Art. Und zusammen sind diese Karten, geht es also um sehr gefühlvolle Gaben. Also es geht um Geben im emotionalen Bereich.
wichtig. Also jemandem zur Seite zu stehen, jemandem zuzuhören, das ist auch etwas Wunderschönes, womit du dich einbringen und verschenken kannst ins Leben. Oder aber dir wird das geschenkt und dir hört jemand zu und dir offenbart oder verschenkt jemand seine Gefühle. Und Gefühle können vielerlei Dinge sein. Also wenn sich dir jemand anvertraut und dir vielleicht sagt, dass es ihm nicht so gut geht, auch das ist ein Geschenk. Ja, weil wenn dir jemand wahrhaftig begegnet, ist es ein Geschenk. Und wenn du jemandem wahrhaftig begegnest, auch. Also es geht vor allen Dingen heute um Geben und Nehmen, um den Ausgleich der Gefühle. Ja, kommen wir gleich zur Liebe. Und wie ich schon gesagt habe, in der Liebe geht es um einen romantischen Antrag, um eine Einladung, um ein Treffen. Wartest vielleicht schon lange drauf, oder du triffst jemanden, den du schon längere Zeit nicht gesehen hast und endlich klappt es. Es ist natürlich auch möglich, dass du zu einer sehr romantischen Feier eingeladen bist. Das kann eine Geburtstagsfeier sein von jemandem, den du sehr gern hast, oder eben auch eine Hochzeit, zu der du gehst. Ja, und da geht es dann natürlich eben auch um Geben und Nehmen. Ja, man ist eingeladen und man bringt natürlich etwas mit. Also, aber in der Liebe, in der Partnerschaft geht es darum, sich zuzuhören, sich anzunehmen, sich liebevoll all das zu sagen, was man empfindet. Und mit liebevoll meine ich nicht, wenn du auf irgendetwas sauer bist, dass du das dann nicht sagen kannst, sondern dass du das eben ja, wie soll ich mal sagen, dass du das so verpackst, dass du den anderen damit nicht gleich vor den Kopf stößt. Ja, man kann ja, wenn man etwas zu sagen hat, was einem nicht gefällt, das ist ja auch wichtig, dass man sich darüber austauscht, dass man dann den Schatz fragt, hast du mal Zeit für mich? Ich möchte mit dir was besprechen. Und dann hört er dir zu, ja, dann schenkt er dir seine Aufmerksamkeit und dann sagst du wirklich, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und umgekehrt auch. Also da geht es hauptsächlich natürlich um Emotionen, die in Anführungszeichen verletzt wurden. Im Grunde verletzt ein anderer nicht deine Emotionen, sondern er triggert die, also er bringt die zum Vorschein und das sind eben oft unverarbeitete Dinge. Und deshalb bleiben wir auch immer bei uns, wenn wir sagen, ich habe das empfunden, dafür ist dein Partner nicht verantwortlich. Er ist für das verantwortlich, was er getan hat. Aber was für Gefühle du dafür hast, das ist wieder eine ganz andere Sache. Also beschenkt euch da gegenseitig mit sehr wahrhaftigen Aussagen über eure Emotionen. Also darum geht es heute in der Liebe. 6. Ja. Hier verstehen sich zwei gut, geben und nehmen. Also man beschenkt sich auch in der Horizontalen gegenseitig. Es geht gefühlvoll zu mit sehr viel Liebe. Also hier dreht es sich wirklich um emotionale Sexualität. Also gut, man hat immer Emotionen. Um Sex mit Herz. Mein Gott. Sex mit Liebe, Sex mit Herz, was auch immer. Also da haben sich zwei richtig gern, ja. So, darum geht es. Und ja, die beschenken sich einfach gegenseitig. So, mehr habe ich zu den Karten heute nicht zu sagen. Kommen wir gleich zum Beruf. Im Beruf. Ist es genauso, ist es eigentlich so, dass Miteinander, ja, also das Geben und Nehmen, dass man eben miteinander im Team sich beschenkt, das, was du besser kannst, das übernimmst du und was ein anderer besser kann, da hilft er dir. Also da geht es wirklich um dieses, ja, wenn man miteinander arbeitet, dann gewinnen letztlich alle. Es ist aber auch ein sehr guter Tag im Beruf, wenn es etwas zu investieren gibt, wenn man ein neues Projekt vielleicht unterzeichnet, wo
wo man sich auch einbringt mit finanzieller Art. Also hier, ja, das sind die Münzen, das Geben, man gibt etwas auch weg in ein neues Projekt, man investiert irgendwo, dann ist das ein sehr guter Tag für solche Sachen. Und das Gefühl ist dabei, also die Berufung. Es geht hier, wenn es um neue Projekte geht, geht es in Richtung der Berufung. Also das wird heute sehr angesprochen. Ja, also du beschenkst dich auch selbst, wenn du auf dem Faden deiner Berufung wandelst. Und ja, du beschenkst auch die anderen Menschen dann mit deinen Gaben. Und man gibt immer erst, auch im Geschäft, wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht, dann ist natürlich erstmal ein Geben, du steckst da deine Energie rein, deine Zeit und auch dein Geld und irgendwann dreht das Rad und dann bekommst du auch. Ja? Also darum geht es im Beruflichen, alles was du mit Liebe und Lust machst, da dich heute volle Kanne einfach geben. Ja? Okay. Mensch, ja, das ist hier jemand, der sehr gerne nimmt und sehr gerne geben kann. Vor allen Dingen auch im emotionalen Bereich. Er gibt viele seiner Emotionen. Also er, du musst ihn nicht bitten, dass er Emotionen zeigt. Das hier ist ein emotionaler Mann oder eine emotionale Frau, die auch immer wieder sehr liebevoll auf dich zukommt. Das kann auch jemand sein, dass der dir hilft, in deine Emotionen zu kommen. Ja? Das könnte auch ein Therapeut sein oder ein Coach oder einfach nur jemand, der genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit du in die richtigen Emotionen kommst. So ein Mensch ist das. Tipp des Tages, ja, verschenkt irgendwas von euren, oder verschenke irgendwas von deinen Talenten. Also wenn du gut malen kannst, mal doch ein kleines Bild. Du kannst dir das, manche können so gut skizzieren, irgendwas Lustiges malen, fotografierst du das und schickst du das an jemanden, den du gerne hast. Oder wenn du gut schreiben kannst, dann schreibst du ein kleines Gedicht oder einen Spruch und verschickst den. Oder wenn du gut Komplimente machen kannst oder generell, ja, dann machst du heute einfach einem Menschen ein Kompliment. Und wenn es die Dame an der Kasse ist im Supermarkt oder vielleicht die in der Bäckerei, ja? Ja, genau. Das war es schon zu den Karten. Jetzt beantworte ich noch eine Frage. Dann nehme ich mir das kleine Tarot hier zur Hilfe. Schnell die Frage lesen. Die Pia schreibt, ich möchte es nicht so genau vorlesen, die Pia schreibt, dass ihr Herzensmann sich nicht so richtig entscheiden kann, nicht so weiß, was er will. Und sie fragt mich jetzt, ob sie wieder Glück in der Liebe hat und ja, und auch ein Glück, wo sie nicht kämpfen muss. Das schaue ich mir jetzt mal an, Pia, wie es für dich aussieht. Ich mal 10 Karten, ich lege das keltische Kreuz, das lege ich am liebsten, dann sehe ich nämlich auch, was ich dir raten kann. Nicht nur einfach, wie es aussieht, weil die Liebe steht nicht in den Sternen oder sagen wir mal, ist kein Schicksal, sondern wir können tatsächlich sehr viel dafür tun, den richtigen, also wir kriegen immer den richtigen, aber wenn wir uns natürlich selbst tunen und selbst etwas verändern und in die Gänge kommen, dann ziehen wir auch einen anderen Partner an. Ja, das ist so. Du kannst immer nur das anziehen, was in dir ist. Hm? Jetzt gucke ich auch mal. Ja, liebe Pia, im Moment geht es wirklich erstmal darum, dich für dich auf den Weg zu machen. Also es liegt jetzt hier im Ist-Zustand
die Achterkelche, das heißt wirklich das Alte hinter dir zu lassen, auch mit gutem Gewissen zu sagen, also das brauche ich nicht, das hast du ja auch gemacht und du brauchst niemanden, der nicht so richtig weiß, was er eigentlich will. Und was du jetzt hast, und daran gilt es jetzt wirklich zu arbeiten. Das ist die erste Karte, wo ich eigentlich auch sehe, was du tun kannst. Und das ist die 9 der Stäbe. Da bist du so ein bisschen das gebrannte Kind. Ja? Du hast eine Kopfverletzung, das sind so alte Wunden, aber die sind eigentlich schon verheilt und du grenzt dich im Grunde hier hinten ab und schaust so etwas misstrauisch in die Zukunft und diese Figur hier hat einen Stab, auf den sie sich stützt, den würde sie notfalls auch noch als Waffe einsetzen. Also das Feuer steht für Dinge, die wir tun und die wir nicht tun und hier wird es wirklich eingesetzt zur Abwehr. Also das ist eine Abwehrhaltung und die Achterkelche, also wo du dich auf den Weg machst, ist natürlich Wassers Gefühle, also du lässt alte Gefühle hinter dir und begibst dich auf den Weg zu etwas Neuem und weißt im Grunde noch nicht so richtig, was dich erwartet. Also das ist jetzt noch so die Reise ins Ungewisse. Und hier ist es wirklich wichtig, diese Abwehrposition aufzugeben. Also vom Abwehrposten aus der Abwehr in den Angriff. Nein, das wollte ich auch nicht sagen, aber auch wirklich die Abwehr aufzugeben und wirklich zu schauen, was kann ich für mich tun, damit ich so eine positive Einstellung bekomme zu mir selbst. Und wenn du eine wirklich positive Einstellung zu dir selbst hast, dann wirkt das auch auf die Männerwelt, das ist ganz klar. Bewusst ist dir, dass sich etwas ändert, dass es wirklich darum geht, erstmal Abschied zu nehmen, loszulassen, die alte Beziehung, den alten Kram und auch die alten Glaubenssätze. Ja, darum geht es ja auch oft, wirklich hinter dir zu lassen. Und unbewusst, das ist dir, du spürst es zwar, aber es ist nicht so ganz klar, bist du wirklich im Moment in der gehängten Position. Also es geht wirklich darum, erstmal nichts zu unternehmen, sondern wirklich diese Situation wirken zu lassen. Das ist so ein bisschen auch, da kannst du dich mal leer fühlen, das ist so ein bisschen an der Wäscheleine Gottes baumeln und sich vom Wind trocknen lassen, bis die Birne glüht, bis du wirklich erleuchtet bist, bis du weißt, worum es hier geht. Und das kann eine Situation sein, die sich wirklich über mehrere Wochen hinstreckt. Das ist eine Situation, die dir auch die Einsicht gibt, warum das passiert ist. Und dann wirst du aber in Kürze, vielleicht jetzt schon im Urlaub, wieder zur Herrscherin und die Herrscherin steht für alles, was wächst und gedeiht. Dies ist die Mutter Natur und das ist so das Urweib. Also die findet wirklich zu ihrer weiblichen Kraft oder du findest durch die Herrscherin zu deiner weiblichen Kraft zurück. Und darum geht es, ja, dass du dich selbst annimmst und dass du wirklich sagst, Mensch, ich brauche nicht 10 Männer da draußen, die für mich passen. Ich brauche eigentlich nur den einen, der mich nimmt, wie ich bin, und der sich um mich bemüht und der mich so liebt, wie ich ihn lieben kann und der sich für mich entscheidet. Also wirklich auch aufschreiben, schreib mal auf. Das ist ganz machtvoll, wir vergessen das immer. Schreib auf, mach dir eine Liste. Wie darf dein Mann sein? Wie soll er sein? Wie darf er sein? Was für Hobbys, was für Eigenschaften? Und die wichtigsten Dinge, die allerwichtigsten Dinge schreibst du an den Anfang. So die ersten 5, 6 Sachen sollten unbedingt stimmen. Und wenn es dann unten im unteren Bereich so ein bisschen Abweichungen gibt, spielt es nicht so eine Rolle. Aber so wirklich die Dinge, die unbedingt da haben soll, wirklich zu oberst. Und das schreibst du wirklich mal auf, machst eine Liste von 10, 15 Stichpunkten und legst das in den Kuvert. Und dann guckst du mal. Der nächste wird das haben, also der nächste wirkliche Kandidat, der wird das haben, das wirst du dann auch merken. Deine Einstellung ist im Moment, das hat vielleicht auch mit dem Urlaub zu tun, ist im Moment so Feierstimmung, das ist sehr schön, also da kriegst du vielleicht auch neue Kraft her, dass du einfach mal genießt, dass du dich feierst und auch feiern lässt mit einer Freundin oder mit mehreren Freundinnen und vielleicht schon im Urlaub. Oder nach dem Urlaub kommt eigentlich ein sehr romantischer,
Impuls, also das ist außen, also du wirst jemanden definitiv kennenlernen, schneller als es am Anfang ausgesehen hat. Du vermutest immer noch so ein bisschen die Katastrophe, weil das ist der Turm und der Turm zerstört immer alles. Und da ist wirklich wichtig, an deinen alten Glaubenssätzen zu arbeiten. Nimmst dir vielleicht so ein paar Affirmationen, die man sprechen kann. Ich bin dankbar, also wenn du einen Lebenspartner wirklich anziehen willst, dann würde ich sprechen, ich bin dankbar für die wunderbare, glückliche, langjährige Liebesbeziehung zu meinem Lebenspartner, der mich genauso sehr liebt wie ich ihn. Das ist eine sehr machtvolle. Du kannst auch noch sagen, ich bin dankbar für meinen Lebenspartner, mit dem ich in einer glücklichen, langjährigen Liebesbeziehung lebe. Wenn du heiraten möchtest, kannst du sagen, ich bin dankbar für meinen Lebenspartner, mit dem ich verheiratet bin und der mich genauso sehr liebt wie ich ihn. Und diese Affirmationen sprichst du 10-mal nacheinander. Einmal mit ich bin und einmal mit ich bin dankbar. Und das bringt dich so in diesen Fluss rein, wirklich an das Gute zu glauben. Ja? Aufschreiben, Affirmationen sprechen. Und das Endergebnis ist das Gericht. Also du wirst dich hier von dem alten Scheiß, sage ich jetzt mal so hier, von dem irdischen, von dieser alten Beziehungskiste, in der du da noch drin steckst, wirst du dich lösen und strebst nach Höherem, strebst nach Erkenntnis und ja, nach der himmlischen, göttlichen Liebe. Also hier sieht es wirklich danach aus, als könntest du dich lösen von deinen alten Glaubenssätzen und würdest wirklich die Beziehung anziehen, ja, die dich bereichert. Aber wie gesagt, das setzt voraus auch, dass du auch an dir selbst arbeitest, weil der da draußen, der kann dir immer nur das spiegeln, was du da drin hast. Und wenn er sich nicht für dich entscheidet, dann ist die Frage auch, wo entscheidest du dich noch nicht? Und da geht es nicht unbedingt immer um Lebenssituation. Wo bist du unentschieden? Ja, in welcher Situation bist du noch unentschieden? Diese Frage kannst du dir auch mal stellen und die bringt dich vielleicht auf die Spur. Wenn sich ein anderer nicht für dich entscheidet, dann bist du in irgendeinem Bereich deines Lebens selbst noch unentschieden. Und daran kannst du arbeiten, dann wirst du merken, das wirkt Wunder. Alles in allem trotzdem, es wird jemand auf dich zukommen. Ich möchte einfach nur, dass du auch, dass das nicht jemand ist, der gleich wieder verschwindet, sondern ich möchte ja dir helfen, dass du wirklich eine Beziehung leben kannst, mit der es leicht sein darf. Und es wird dann leicht sein, wenn du diese Abwehrposition, diese innere Abwehrposition aufgibst. Weil das ist auch eine Art von Unentschiedenheit. Wenn du im Grunde noch, oh, ich habe schon so viel Negatives erlebt eigentlich, ja, wie soll der andere sich entscheiden, wenn du gar nicht so richtig das Gefühl hast, dass es wirklich alles gut gehen kann. Darum geht's. Okay? Das war's für heute. Schreibt mir wieder, wenn ihr Fragen habt, entweder unter diesem Beitrag oder auch unter meinem Facebook-Beitrag oder ihr schreibt mich einfach über die Nachrichtenfunktion an. Bis morgen. Deine Margret. Tschüss.